bisschen nach vorne. Da hatte man schon fast Angst, dass sie vielleicht sogar so ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt. Auch hier muss sie pumpen. 22, das ist ähnlich die Zeit, die ein Ludger Baerbaum hatte. Der hat aber gerade in der zweiten Hälfte, hat der enorm Gas gegeben. Und ja, auch hier versucht sie schon so ein bisschen rechts rüber zu kommen, um den schnellen Weg nach der Planke zu bekommen. Und jetzt kommt es drauf an, auf den letzten Metern. Und die Zeit, die hier stehen bleibt bei 42,8, ist nicht so schnell wie die Zeit von Ludger Baerbaum. Es reicht für Rang 3, für Laura Crowd, die sich darüber freut. Und ebenfalls einer, der sich draußen jetzt mächtig freuen wird am Abreiteplatz, ist Ludger Baerbaum. Der ist nämlich hier am Samstagnachmittag siegreich im Preis der Aachen-Münchener mit seinem Schamanen vor Rolf-Göran Bengtsson, vor Laura Crowd. Spannender kann Reitsport nicht sein, meine Damen und Herren. Eines der Highlights haben wir hier gesehen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen so viel, dass Sie gesagt haben, meine Güte, habt ihr davon noch ein bisschen mehr? Und ich darf Ihnen sagen, das haben wir. Es ist nämlich noch längst noch nicht zu Ende bei uns. Wir haben gleich noch Jagdspringprüfung.